Tradition und Moderne. Hier in diesem Puppentheater in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur kommt beides zusammen. Die traditionelle Kunstform des Schattenspiels gepaart mit den Protagonisten aus der Kultfilmreihe Star Wars. Das Publikum ist von der ungewöhnlichen Symbiose begeistert. Mehr als ein Dutzend Vorstellungen hat die Crew seit 2013 gegeben. Wir haben einiges verbessert und es mit Technik aufgewertet. Doch für die Zuschauer bleibt es ein sehr traditionelles Format. Wayang Kulit nennt sich diese fast vergessene traditionelle Kunstform. Seit dem 15. Jahrhundert hat sich das Schattentheater in Malaysia und Indonesien verbreitet. Ursprünglich darin verarbeitet wurden hinduistische Epen. Die Puppenspieler bewegen die reich verzierten Figuren aus Büffelleder mit Stöcken, leihen ihnen ihre Stimmen. Auch heute noch. Darth Vader wird mit charakteristisch blecherner Stimme gesprochen. I do everything. Ich kenne alle, jede einzelne Figur im Schattentheater. Mit diesem Wissen werde ich bei jeder Aufführung der Wayang Kulit Tradition gerecht. Wenn es nach den Schöpfern dieser Aufführungen geht, soll es nicht bei Star Wars bleiben. Batman, Superman und andere moderne Helden sind als Schattentheaterfiguren bereits entworfen.